Ein Feind hat sich also mitten in mein Reich eingenistet. Das wird er noch bitter bereuen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Diesel 1 in der Surflings-Variante. Und zu mir. Aha! Wir pausen das Ganze mal. Holen uns zurück. Uns zugeschrieben. Und mitten in meinem Gebiet. Nein, hat mein General besiegt. Ernsthaft. Gut. Keine Chance gerade? Oder was ist hier das Problem? Gerade keine Soldaten. Schlangen, ach, wie cool. Das hat er ja auch cool dargestellt jetzt. Nice. Okay. Nee, den Innenpunkt kann ich mir das nicht angucken. Na gut, okay. Gucken wir mal, dass wir uns da rumkloppen und den hier hauen. So, dann müssen wir doch gleich mal gucken. Hier. Steigt. Ah, und hier steigt auch. Das ist auch super. Scheint erstmal alles irgendwie transportiert zu werden. Großes Problem in Zukunft. Ach, alle zwei Soldaten für einmal. Na gut. Dann gucken wir jetzt erstmal, dass wir hier das. Das stört mich ja an sich nicht so sehr, dass er nicht ultra schlimm. Ich hätte mir ja gewünscht, dass das hier mal langsam fertig wird. Auch gar nicht mehr angeschlossen. Ah, das war das Problem. Na gut. Ich gar nicht gesehen. Ich dachte, hier würde so ein Weg nach da oben gehen. Auch sein. Ja, stimmt, da steht ja auch einer hier dann. Was? Gott sei Dank gesehen, viel Wertschätzung. Nein.
Da muss ich jetzt erstmal gucken, dass alles, was ich so habe, hier irgendwie verarbeitet wird. Das heißt, ich muss auch irgendwie. Mühle habe ich noch. Weil. Habe ich hier keine Bäckerei mehr. Was blöd ist, weil Bäckereien große Gebäude sind. Das liegt an der Beschleunigung, dass im Netz sagt, dass hier schon eine halbe Stunde rum ist. Mit doppelter Geschwindigkeit geben. Boah, Leute, ich bin jetzt nicht hier in die Steine hingeklappt. Das Zeug soll fertig werden. Und. Jetzt eine Sache, die eigentlich total untypisch für mich ist, nämlich Geld bei allen Spielerteilen, die ich spiele. Das ist nicht gut, aber es muss gemacht werden. Das irritiert mich hier total lieb. Einen habe ich auch so geschrieben. So, ich habe hier jetzt 10, 12 Leute. Die müssen sich jetzt quasi erstmal zusammen upgraden. Das war auch super. Fantastisch. Naja. Irgendwann wird schon funktionieren, aber so, genau, dadurch ist ja das, das automatische Bauen gefällt mir richtig gut, was er hier eingebaut hat. Ah. Ja, kann man richtig was mit anfangen. Meine Kampfkraft steigt. Ich bin fast bei 100%, das ist schon mal gut. Aber ich höre Kämpfe und die machen mir Sorgen. Oh ja. Toll. Ja, jetzt ist der Augenblick gekommen, wo ich sagen muss, nein, ich kann es nicht. Hier natürlich jetzt gar nicht mehr. Ja. Okay. So, ich weiß, dass das Problem ist. Das hier. Das heißt einmal die Quote, die ich erstmal erreichen will im Lager, wo ich alles andere wieder auffülle.
Also ich mache hier erstmal auf 1 runter, damit die hier alle gefüllt werden, damit ich hier angreifen kann. Aber gut. Ob das klappt und ob das ausreichen wird, um diese dreisten Schläge, die mir hier versetzt wurden, wieder auszugleichen, dem Gegner dann mal ordentlich auf die Mütze zu gehen, und da muss ich noch die Schmelze hier alle anschließen. Der sieht aus. Das werden wir dann im nächsten Video sehen. Dann sage ich mal, danke, dass ihr mir wieder 10 Minuten zugeguckt habt, wie ich mich hier durch die Gegend gesiedelt habe. Ja, meine Hintergrundbeleuchtung ist ja etwas schwankend. Dann hoffe ich mal, dass ich genug Gold zusammenkriege und Waffen, um hier die Manpower zu haben, um den Gegner endlich mal den Popo zu versohlen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, viel Spaß beim selber siedeln. Wünscht euch euer Abba. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Danke, dass ihr bis hierhin mit mir gesiedelt habt. Ein weiteres Video findet ihr oben links. Meinen Kanal abonniert ihr oben rechts. Neueste Trailer und Soundtracks findet ihr auf dem Kanal von Trailerkommando. Den Link dazu unten rechts. Und unten links findet ihr meine Shorts-Playlist. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin viel Spaß beim Selbersiedeln. Wünscht euch euer Aha.